Achtung, Achtung, hier spricht der Seuchenmaster himself. Willkommen zum Eindämmungsexperten, willkommen zu Infection Free Zone, liebe Leute. Willkommen zum Early Access Release Version 02445 Alpha. Das müsste eigentlich die Early Access Release Version sein. Wir haben schon mal gespielt. Das Safe Game ist leider nicht mehr kompatibel. Und zwar ist das, das Spawn ist was anderes. Haben wir Hennefsieg, meine Heimatstadt, verteidigt. Im Stadtteil Edgehovenen. Erfolgreich natürlich, ohne Gleichen. Aber leider ist das Safe Game nicht mehr aktiv. Und deswegen habe ich nach was Neuem gesucht. Und zwar bin ich jetzt auf Folgendes gestoßen. Wir haben Kölner Dom ausprobiert. Leider ist der Kölner Dom nicht gut zu verteidigen, wegen Reichweite von Waffen. Und deswegen habe ich jetzt einen unfassbaren guten Tipp bekommen. Und zwar in Bonn das Poppelsdorfer Schloss. Das ist immer noch nah genug an Hennef. Und ich würde sagen, ich habe doch schon bei Bonn geguckt. Der Venusberg zum Beispiel, aber das ist alles nicht so. Die Gebäude sind nicht so gut generiert und so. Also, es geht los. Für alle, die Infection Free Zone nicht kennen, liebe Leute, wir können auf der ganzen Welt spielen. Man sollte was dicht besiedeltes nehmen, wenn möglich, weil sonst wird es sehr schwer. Und wir sind quasi aus der Endzeit gekommen, aus den Bunkern, nicht aus der Endzeit gekommen, wir sind aus den Bunkern gekommen und die Welt wurde vorher von so I Am Legend infizierten überrannt. Ja, wie beim Film I Am Legend mit Will Smith. Und das sind quasi nur infizierte Typen, die nicht ins Sonnenlicht können, so ungefähr. Und, na gut, es geht los, liebe Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr werdet sehen, wie es ist. Ja, auf jeden Fall ist das ein bisschen Aufbaustrategie-Horden-Modus. Und, sehr cool. Also, viel Spaß, liebe Leute. Auf ins Abenteuer. Hier kann ich nichts machen. Tutorial machen wir aus. Das lassen wir komplett weg, weil das stört eher. Schwierigkeit und so lassen wir alles normal. Auf ins Abenteuer. Das können wir nicht ändern. Noch nicht. The world as we know it is gone. What we called the Mad Virus appeared out of nowhere. It made people turn extremely violent, aggressive, and unrestrainable. Soon later, the infected became bloodthirsty, more like vampires than human. There was chaos, panic, and war for survival. Desperate people were just as dangerous as the virus itself. Even our loved ones could become a threat. The infection spread quickly throughout the entire globe. Every region, every country, every city. Drastic measures were taken to get rid of the infected, but they all failed. The last chance for those who seemed immune was to hide in underground shelters. Ones that we improvised in garages and basements. Loaded with food, water, and air filtration systems. These were the places where we survived, sealed from the outside. For so long, we waited for any signal, any info that a cure had been found, or the situation stabilized. Instead, we listened as the world grew quiet. Our resources were becoming depleted. Life support systems were failing. And just as we were losing all hope, we received a distant call. This was the impulse we needed. There were others out there. We could come back to the surface. No more hiding. From the ruins of the old world, we will build our new home. Und auf geht's. Willkommen in Poppelsdorfer Schloss. Das Geile ist, und das ist wichtig für alle, die das jetzt nicht kennen, es ist wichtig, dass man Platz hat, Anbaufläche, man kann auch Gebäude abreißen, aber das dauert, ja, und es geht nicht sofort und man braucht vor allen Dingen Bäume, meines Erachtens. Ich bin ja kein Profi, aber ich habe eine Runde gespielt und das ist meine momentane Ansicht und ich denke, sobald das Spiel draußen ist und die ersten Leute viele Stunden reingebuttert haben, was ich nicht getan habe, wird es wahrscheinlich ganz andere Metas geben, aber Hans im Glück, Zahnärzte am Schloss. Die Techniker. Auf jeden Fall ist das gut. Und zwar ist das Gebäude gut, weil der Radius, ich zeige euch das mal. So, jetzt bestätigen wir das erstmal. Receiving.
Hier spricht Infection Free Zone. Wer ist da? This is the Infection Free Zone. Please respond. To all the infection is in the seek a host. So, das wiederholt sich jetzt immer, deswegen machen wir Kanal umschalten. Chief, this is the same transmission we received before, but the signal is even weaker. Our walkie-talkies are not powerful enough for long-range communication. We have to build a large antenna. A local library or university would be a good place to search for information on how to make it work. Let's go there. Okay. Geil. Guck mal, das ist schon... So, ich zeige euch das mal. So, folgendes. Sie seht den Radius, das ist die Pistolenreichweite. Später gibt es ja mehrere Sachen. Aber ihr seht, das ganze Gebäude ist drin. Also, wenn ihr ein Gebäude sucht, in dem ihr kämpfen wollt... Ich mache gerade Pause. Dann seht zu, dass wenn ihr die Einheit reinschickt, dann seht ihr erstmal, wo das Symbol landet. Ne? Da, wo das Sternchen ist, ist dann quasi die Schussposition von den Truppen und oder von den Squads. Und dann seht ihr, dass dieser Radius, ne, weil die positionieren sich nicht neu da, wo die Gegner sind, sondern immer nur da, wo das Sternchen ist. Und da verteidigen das Gebäude mit. Also das ist der Indikator, nach dem ihr geben solltet, um den Punkt auch gut zu verteidigen. Aber denkt dran, sie verteidigen auch nur das Gebäude. Das heißt also, dass ihr ein bisschen vorausschauend bauen müsst. Also, los geht's, Leute. Viel Spaß auf den auf ins Abenteuer. Es ist vielleicht spät. So, okay. Jetzt gehen wir erstmal looten. Das ist Squad 1. Das ist Gruppe Walter. Gruppe Walter, einsatzbereit. Gruppe Walter, Gruppe Walter. Hier spricht, hier spricht, Archibär. Willkommen, bitte kommen. Ja, Archibär, wir können Sie verstehen. Gut, gehen Sie looten, Gruppe Walter. Ja, Archibär. Das ist wie Papa-Bär, weißt du? Neuer Squad erstellen. Also, wir haben, Nahrung, wir haben Munition. Danger close. Ready for action. Receiving. Warte, ich schick mal den zweiten Squad mit rein, dann können wir die besser besiegen. Und ich werde jetzt mal gerade die Musik leiser machen und so. Die Musik ist nämlich gar nicht so geil. Sir! Sir! You won't believe what just happened. One of the infected just followed us outside. Into the sun. What's worse, he seemed to know exactly what he was doing. It took him a moment to give up, but then he returned to the darkness. What the hell is going on? We're not alone here, Roger. Verschwinde, töte ihn. Better get back there and kill it. Wird das eigentlich im Intro erklärt, dass sie nicht rausgehen ins Sonnenlicht? So, desto mehr Squads wir in so einem Gebäude haben, desto schneller wird gelootet. Das ist auch ein geiles Gebäude, oder? Wie viel hat das denn an Platz? Können wir das sehen? Also, ich überlege gerade, welche Gebäude wir requirieren für unsere Sache. Aber ich glaube, das ist dieser Abschnitt hier. Ich glaube, diese, ne? Wenn wir den Abschnitt hier nehmen... Ja, ich glaube, die Gebäude sind zu wenig. Aber die könnten wir trotzdem mit reinnehmen. So am Anfang. So hieß der Botanische Garten auch. Kenne ich mich natürlich total aus. Und wir haben hier unten das Marienhospital. Und ich hoffe, dass das auch noch im Loot-Radius ist. Da. Sehr gut. Sternenburgstraße. Ich wollte unbedingt nochmal in Hennef kämpfen, aber ja, da waren wir jetzt schon und es ist besser, eine richtige Stadt zu nehmen. Sonst, ja, ist das schon ein ziemliches Gewusel. Zurechtfinderei. So, bleiben wir jetzt auf jeden Fall hier, weil ich will das jetzt noch looten. Mann, wir brauchen ja ganz schön lange dafür. Wir sind schon zu zweit. Ready for action. Wir haben noch gar nichts gefunden. Es gab also ein Update zwischen der letzten Version und dem hier. Okay. We need a workspace where we can experiment and re-engineer all the pre-pandemic technology. We could store all the books there too. Let's build a research center and assign the most technical minds there. Ich glaube, wir machen es hierhin erstmal. Okay. Let's do this. Weil ich könnte es aber auch da reinpacken. Das wäre schon ziemlich edel, oder? Also hier müssen wir schon gucken. Ich überlege gerade, lass mich mal gerade überlegen. Nee, wir gehen nach hier.
22. 45 Holz. There are some infected around here. Boah, scheiße. Ich glaube, das wäre zu teuer für den Anfang. Lass mal gerade gucken. Das wäre zu krass, glaube ich. Ich glaube, ich mache erstmal ein kleines. Ja. Wir machen erstmal ein kleines. Jetzt locken wir die mal hier hin. Wo wollt ihr denn hin, ihr Würmer? Ah, es ist, Hotel, okay. Jetzt machen wir mal V. Und das sind die Sachen, die wir jetzt looten können. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in die ersten Gebäude hier rein. Und wir gehen mit. Wir gehen zusammen in die größeren Gebäude. Und sammeln jetzt erstmal Zeug. Wir haben auch schon Überlebende, wir können jetzt auch schon mal Holz sammeln. Sammeln wir schon mal ein bisschen Holz. Na, und jetzt geht die raus und sammeln Holz. Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt wieder... Da, plündern. Mach ich mal maximal. Damit alle plündern gehen jetzt. Automatisch speichern. So, es gibt auch Autos. Ich habe das Tutorial ausgemacht, also eigentlich rein theoretisch müssten wir die schon sehen. Es gibt so Autosymbole für... die sind was größer, die Autos. Kann sein, dass die jetzt später aufploppen. Das ist ein Fragezeichen. Expedition-Teil. Oh, da... Nee. Ist das neu? Achso. Nee. Ach, keine Ahnung. Wir machen erstmal weiter. No more to find. Going there. Sir, the people have reported hearing a lot of noises coming from underground. They're afraid that it could be infected moving through the sewers and tunnels. We need to bolster our defenses and be ready to attack from within, too. Ja, ma'am. We're on the move. Nicht wichtig, Vorbereitung beginnen. We'll be ready. Universität. Search done. Mal gucken, wie ich die Folge nenne. Ground Zero Bonn. Ja, wir brauchen unbedingt eine Karre. Das ist dort. Ah, da ist eine Karre, guck mal! Das müssen wir jetzt. Okay, wir bringen das Zeug zurück. Weil die brauchen wir unbedingt. Damit kann man richtig gut looten. Weil die laden erstmal das Auto voll. Genau, und die looten da weiter. Es sei denn, wir finden da noch ein Auto. Ich müsste eigentlich mal ein bisschen erkunden gehen. Aber mit dem Auto geht das besser. Deswegen lassen wir die erstmal hier arbeiten. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Ich schicke die dann wieder zurück. Okay. Das sollen wir jetzt erforschen. Grundlegende Antenne. Und da haben wir das Auto. Zack. Guck mal, die schwimmen auch. Boah, geil, wir brauchen eigentlich so ein Schloss mit so einem Graben. Das wäre richtig edel. Daran hätte ich mal denken sollen. Oh, was mache ich als nächstes? Ich kenne eigentlich auch ein paar. Ist auch das, nicht Boxer 2. Aber egal, ich... Guck mal, ach so, an dem Baum kommen die nicht dran. Okay. So, da kommen noch mehr. Oh, scheiße. Dumme Idee, dumme Idee. Entschuldigung, Entschuldigung. Genau, die sollen hier hinkommen. Okay. Das war schon mal gut. Das Gebäude ist halt richtig tough. Guck mal, so groß ist das gar nicht. 309 zu 27. Aber die Location ist halt trotzdem gut. Okay. Okay. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen erkunden. Okay.
Okay. Ready for action. Und gucken jetzt, dass wir noch ein Auto finden. Roger. Let's do it. Ach, guck mal, da ist noch mehr Forschungsmaterial. Building repurposed. Gebäude angepasst. Sehr gut. Raider spotted. We're on the move. Sir, we've spotted some people. They're probably armed. They could have seen us too, but I can't tell if they're friendly. What should we do? Als Feinde bannen, in freundlicher Absicht nähern. Approach them friendly. Reporting. On my way. Gucken wir mal. Ich glaube, das sind Feinde. Let's do it. We're on the move. Jetzt? Operator, on my way. We're under attack. Wie viel dazu? We're under attack. Man down. Man down. Scheiße, die machen gar keinen Damage, oder? Tun sie. Oh, ja, geil, Knarren. Oh nein, wir haben Jonathan verloren. Requesting support. Going there. Operator, we're on the move. Geil. Trink nochmal zurück, Waffen holen. Let's do it. Ja, die gibt's auch. Die Raiders. Let's do it. Ich glaube, wir haben jetzt hier noch kein Auto gesehen. Neues. Ich glaube, das dauert, bis wir noch was sehen. Okay, müssen wir es mal so weitermachen. Wir plündern jetzt erstmal hier die Gebäude. We're on the move. Receiving. Genau, nochmal neuer. Holen wir die anderen Pistolen. On my way. Und, so, jetzt bauen wir erstmal ein paar Türme. Ne, und zwar bauen wir die Türme in den Schussbereich von unseren Typen. Hier. Da. Da. Machen wir erstmal so. Das muss erstmal gebaut werden. Sehr gut, sehr gut. Das Poppelstoffer-Schloss wird erblühen. Das Problem ist, du hast Gebäude, die sind riesig, die haben super viel Lagerkapazität, manche nicht. Und dann Gebäude zu finden, die irgendwie groß sind, generell, also es ist schon schwer. Ja, also die, das große Verhältnis, du hast halt die Gebäude. Oder jetzt sagen wir mal das hier. Das hat schon, kann ich das irgendwie anders sehen? Hier ist gar keine Info, ne, wie groß das jetzt generell wäre. Und nur, wenn man da drin war wahrscheinlich. Das hier? Ah ja, guck mal. 0 von 335... Ne, es kann nicht sein, oder? Dass das auf einmal... Das ist schon komisch. Waiting orders. We're on the move. Egal, Location ist trotzdem gut. Let's do it. Waiting orders. Genau, jetzt bauen sie die Türme. Building work done. Building could be out of resources. Ja, ja, kein Problem. Wir haben genug Holz. Eventuell. Building work done. Sehr gut. Aber da soll nun Bogen rein. Nicht die Knarren. Ey, Knarro Maximo. Waiting orders. Let's do it. Roger. Machen wir hier weiter. Looten. Get some rest. Wir looten weiter, solange keine Zombies kommen, Infizierte. Ich sag Zombies und Punkt. Wir müssen sie als nicht menschlich behandeln. Hier finden wir jetzt Essen und Saatgut für Felder. There's nothing left. On my way. Let's do it. There's nothing left. Das Auto ist aber schon ziemlich im Arsch. No more to find. There's nothing left. Roger. Boah, ich kann das schalten. Es ist, glaube ich, so eine helle Nacht, ne? Ja, es ist eine helle Nacht, glaube ich. Waiting orders. Ist nicht ganz helle. Going there. Clear. Grundlegende Antennentechnologie erforschen, da sind wir dabei. Let's do it. Receiving.
So, das ist jetzt Gruppe Lancelot. Gruppe Lancelot bereit. Ja, Gruppe Lancelot wird bereit gemacht. Gruppe Lancelot, sehr gut. Gruppe Lancelot. Going there. Ready for action. Let's do it. On my way. Ist das nicht spezifisch, das Gebäude? Aber ist egal, da findet man eigentlich auch immer Zeug. Okay. So, jetzt müssen wir direkt noch Metall sammeln. So. Everybody get ready. Everybody get ready. So, alle looten. Guck mal, Autowracks werden nicht abgebaut, sondern nur Laternen. Das ist komisch, ne? Okay, bla bla bla. Wir müssen eine Antenne bauen. Okay, let's do this. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it. Es ist wirklich schlimm, einen Ort zu finden. Ah, ich glaube, das geht nicht, ne? Soll ich mal probieren? Ich glaube, das geht nicht. Chief, we found some medical supplies. They'll definitely come in handy. Now we'll be able to give first aid to the wounded. But if we want to heal people more efficiently, we'll need to build a med bay. Okay, med bay. Chief, we're scavenging this place, but there is something odd about it. Someone must have been here recently. Get on the ground! Drop your weapons! Hands where I can see them! Was ist los? Wer ist da? What's going on? Nice little squad you got here. Very, very nice. Was willst du? What do you want? I don't know. What can you offer for your people's lives? Stell deine Forderung. Weil wir haben das schon mal probiert. Das ist super tricky. Also, wir geben ihm einfach, was er will, weil es ist wirklich lächerlich wenig. Just tell me what you want. Let's see. Canned food. Shitload of cans full of delicious stuff. God, I'd kill for a chicken soup. Oh, wait. lass die Frage, du wirst... akzeptieren. All right. We'll be there. We'll bring what we can. So, der will in 4 Konserven kissen, das ist lächerlich. Later. Ready for action. So, und jetzt, wie war das nochmal? Ich weiß nicht, mit Konserven, Waiting orders. Mit Konservendosen. Kann ich denn jetzt die Konservendosen eigentlich... Soll ich die irgendwo looten und dann? Ja, die wollen Konserven looten, dann gehen wir die selbst looten. So sollen eine Med Bay bauen. Ich glaube, wir brauchen keine große, machen wir auch eine kleine. Das erforschen? Ich muss das erforschen, ne? Ja, die bringen wir jetzt hier hin. Muss man ein Safe machen hier. Das ist mal wichtig, sowieso mal. IFZ Bonn. Somebody doesn't like playing by the rules. I told you to come with supplies, not guns. Verhandeln wir. We've come here to strike a bargain and brought a little guarantee of safety. All right, all right. So, how you want to play it? Tauschen wir. We'll give you what we've got and you give us our people back. My way. Alrighty, let's do this then. Roger, take your guys and get out of my sight. Clear.
Until next time. Beim nächsten Mal knallen wir den ab, den Sack. We're on the move. Ah, das haben wir beim letzten Mal nicht geschafft. Also das ist schon mal ganz gut. Search done. So, was wir jetzt brauchen, wäre auch mal, glaube ich... Das ist ein großes Gebäude. Scheune. Das können wir jetzt schon bauen. Das war nämlich alles Tutorial. Das war total blöd beim letzten Mal. Also spielt am besten ohne. Das ist wirklich verwirrend. Und Autos kann man jetzt auch reparieren, Gott sei Dank. Das ging nämlich vorher auch nicht. Machen wir mal. Oh, geht gar nicht. Dann brechen wir das erstmal ab. Ready for action. Roger. Okay. Sollen wir jetzt mehr Konserven looten? Oder guck mal, da oben ist überall Farm Equipment. Ich überlege gerade, ob wir irgendwo Polizei oder so haben. Hier ist nochmal mehr Forschung. Das Medizin. Ich versuche das irgendwie. Aber ich sehe noch nichts mit. Ich weiß nicht, ob das das merkt oder so. Ich glaube, wenn man das Tutorial spielt, dann hat man das direkt nebenan. Tatsächlich. Man direkt irgendwie so ein Sturmgewehr findet oder sowas. Ich würde gerne noch mehr ausblenden können und einblenden. Das ist noch mehr Forschung. Das ist krass. Also es ist wirklich ein krasser Unterschied. Wenn ihr das erste Mal spielt, ihr solltet auf jeden Fall eine Großstadt nehmen. Und dann... Ach, da guck mal, hier sind die Markt. Da oben. Zwei Stück. Ich will wissen, was das für Gebäude sind. Ihr kennt euch hier bestimmt aus. Ich bin Hennefau und ich bin kein Bonner. Es tut mir leid. Bonner Bürger, vergebt mir. Ihr könnt mich belehren. Ihr könnt gerne alles in die Kommentare schreiben. Ich versuche ein vorbildlicher... Let's do it. Ich werde rücksichtsvoll mit eurer Stadt umgehen. Okay, die Gebäude reißen wir ab. Und jetzt die Gebäude. Okay, genau. Let's do it. Mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen, da oben hin. Enemy group approaching. Na toll. Weiterfahren, weiterfahren. Reporting. Gucken, ob wir ein neues Auto aussehen. Aber bis jetzt nicht. Oh, hier auch. Da. Another one incoming. Okay. Oh, das... Oh. Sir, we found a trail nearby. I'm going there. Because of a huge crowd had run and trampled everything in their way. There must have been hundreds. Na toll. Irgendwas gehört? Have you heard anything? Last night we could hear howls, as if crowds of monsters were shouting and wailing. I think something really big is coming our way. Na toll. Okay. Thanks for the update. Nicht verfolgen. We'll be ready. Hostiles inbound. Okay, ich glaube, das wird hier nichts mit dem Looten. Another one incoming. Okay, es wird nichts. Let's do it. Scheiße, warte. Ja, zurückfahren. Zurückfallen! Das Auto hat jetzt noch mehr verloren. Guck mal, es geht immer kaputter. Super schnell. Das haben sie bestimmt geändert. Ihr hört die Bogen leider nicht schießen. Die Bögen. Krass. Oh, ach du Scheiße. Achtung, die Untoten kommen! Achtung, Alarm bei Poppelsdorfer Schloss. Es geht los. Es muss verteidigt werden. Alamo, Alamo. Die Alamo-Position. Wisst ihr Bescheid? Bei der ersten Zombie-Apokalypse auf ins Poppelsdorfer Schloss. Woher wisst ihr, dass das so sicher ist? Das haben wir bei Aldemar HD gesehen. Der hat Infection Free Zone gespielt. Wir wissen, wie das alles funktioniert. Wir müssen das aber doch mal reparieren. Okay, weiter geht's. The infected are pillaging a building.
So, wie viel Schaden hat das schon genommen? Na, es geht. Ist eigentlich schon recht viel Schaden. Das Ding ist, die greifen halt die Türme an und dann sind sie in Reichweite von unseren Schützen. So, und danach müssen wir gehen. Das ist sehr gut. So, Leute, es tut mir leider sehr leid, aber wir sind schon am Limit der ersten Folge vom Early Access. Und ich hoffe, euch gefällt's, Leute, und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Kampf um Bonn. Hauptquartier Alamo, Poppelsdorfer Schloss. Ihr seid die Besten und wisst ihr wie immer. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, das hilft mir sehr. Und ein Däumchen da lassen auch. Adios. Gehabt euch wohl, bis zur nächsten Folge. Thank you.